Guten Morgen! McDonald's führt seit ein paar Wochen den McVegan ein. Hier ist der Online-Auftritt dieses McVegan. Ja, Veganen haben pure Leinen, nüt des Jai Wein temperen, Ravin Toloasa, McDonald's Sutus, McVegan und 100. Ich lasse es einfach mal. Also, den McVegan gibt es tatsächlich nur in Finnland. Den gibt es nur in Finnland und nur in einem einzigen Restaurant. Sie wollen ihn einfach mal testen. Die Testphase geht vom 4.10. bis, glaube ich, Mitte November. Und ja, und dann entscheidet McDonald's, ob sie diesen McVegan in das Sortiment nimmt. Und ja, das Thema ist in den Medien extrem heiß diskutiert. Also in den Online-Medien, insbesondere in veganen Kreisen und natürlich auch so. Ich sag mal, generell wird es eigentlich von Nicht-Veganern einfach ja, zur Kenntnis genommen, okay, gibt's halt einen McVegan, habe ich halt einen mehr zur Auswahl, ja, ist vielleicht ganz nett, mal gucken. So. Und aber die Veganer, die gehen total ab bei dem Thema. Das ist so ein richtiges Polarisierungsding. Und ich zeige euch mal einen Kommentar exemplarisch auf der LVZ-Seite. So, kein Veganer würde jemals zu McDonald's gehen. Warum? Nachdenken bitte. Also, naja, ich bin Veganer. Ich bin sogar Rohköstler und ich würde trotzdem zu McDonald's gehen. Das heißt, die Theorie ist falsifiziert, weil ein Gegenbeispiel reicht vollkommen aus, um so eine These, jeder oder keiner würde jemals tun, zu falsifizieren. Das heißt, ja, kannst du den Kommentar in die Tonne kloppen. Allerdings, der Kommentar zeigt vielmehr exemplarisch, dass sehr viele Menschen bei dem Thema McDonald's absolut ja, die Krise kriegen. Und jetzt muss man echt mal persönliche Befindlichkeiten so ein bisschen außen vor lassen, denn bei dem Thema Veganismus geht es auch so ein wenig um die geistige Evolution. Es geht beim Veganismus auch vielleicht ein bisschen um sich selbst, aber vielmehr geht es um die Tiere. Der Grund für viele, warum sie vegan werden, das sind die Tiere. Das fühlende Lebewesen auf unserem Planeten, dass diese Lebewesen die Möglichkeit haben, wenn sie denn leben, artgerecht zu leben, frei zu leben und nicht gegessen zu werden. Oder idealerweise dann, wenn es denn nicht anders geht, außer dass sie geschlachtet und gequält werden, erst gar nicht geboren zu werden. So. Und das ist das Thema. Und da ist so die Hetze gegen Großunternehmen oder diese dogmatischen Grundeinstellungen von verschiedenen Menschen absolut fehl am Platz. Und Man muss realisieren, dass man, wenn man so ein McVegan kauft, nicht McDonald's unterstützt damit, sondern man unterstützt vielmehr ein Umdenken in der Menschheit. Und lassen wir mal an der Stelle jemanden zu Wort kommen, der wie kein anderer für knallharten, absolut kompromisslosen Tierschutz steht und auch einer derjenigen, warum ich überhaupt Veganer geworden bin. Gary Jourovsky, bitte. Encourage people to eat at non-vegan restaurants that offer vegan options. Your money is going to the vegan product. And then that company, that corporation is going to say, hey, we need another vegan product. Yeah. Hey, let's make some more vegan products. Until one day in the very near future, I hope, McDonald's will be McSoy. Seinen Worten ist im Endeffekt nichts hinzuzufügen. Es ist wunderbar, wenn McDonald's jetzt einen McVegan anbietet und die Leute, den essen den einfach merken, wow, das schmeckt auch total gut und hat kein Cholesterin und ist ein Stück gesünder als das tierische Pendant und ja, jetzt kaufe ich mir den. Und vielleicht auch ethische Gründe, also nicht jeder, der zu McDonald's geht, ist ein totales Arschloch, ne? Also gerade Kinder, die beeinflusst sind und oder zur Geburtstagsfeier gehen, zu anderen Kindern, ne? Die vielleicht Veganer sind, die können eigentlich nur Pommes bei McDonald's bestellen und dann auch nur, wenn diese Pommes im Pflanzenfett gebraten sind und wirklich nur im Pflanzenfett und es da keinen Mix gibt, aber das fragt die sowieso keiner. Und so können sie sich den McVegan bestellen, eine 100% pflanzliche Alternative und können genauso in den Burger beißen wie ihre Klassenkameraden. Und ich finde das schon sehr, sehr wichtig, denn auch Ersatzprodukte, so sehr ich darüber quasi jetzt ja, ich sag mal, hinweg bin bzw. sie selber jetzt nicht mehr konsumiere oder sehr sehr sparsam, wenn ich unterwegs bin und sich alle veganen Döner holen und so ein veganen Fastfood Ding sind, ja, da hole ich mir auch veganes Gyros oder veganen Döner, aber im Großen und Ganzen eben nicht mehr,
So ist es doch für die Mehrzahl der Menschen, und wir haben noch 97% in Deutschland, die nicht vegan leben, ein wunderbares Instrument, um diesen Schritt vom Fleischesser zum Veganer möglichst komfortabel zu gehen. Und wir sind in einer komfortablen Luxusgesellschaft. Wir sind es gewohnt, dass wir warmes Wasser haben, dass wir ein Haus haben, dass wir überhaupt keine Geldsorgen haben. Niemals. Das ist absoluter Standard in Deutschland. Na, du hast null Probleme in Deutschland, absolut keine Probleme, und das willst du weiter haben. Und da sind solche Ersatzprodukte einfach, ja, das wirklich sehr, sehr wichtig. Und entsprechend ist diese News für den Tierschutz absolut positiv zu betrachten. Und ich finde es sehr schade, dass Menschen aus Gründen des persönlichen Fanatismus hier wirklich so Stimmung machen, negative Stimmung machen gegen was Grundpositives für den Tierschutz, und dann irgendwie ihren Verschwörungsmist reinkriegen von den Unternehmen, die uns alle unterjochen, und alle so wirklich sowas rein da bringen in eine grundpositive Sache. Das ärgert mich zutiefst. Allerdings verstehe ich das auch, weil man muss natürlich auch wissen, dass der Mensch, so wie er ist, Gründe hat, warum er so geworden ist, seine Umweltbedingungen und so weiter. Und da spielen auch das soziale Umfeld, und da spielt auch die gesellschaftliche, der gesellschaftliche Vibe, der gesellschaftliche Zeitgeist eine Rolle. So. Und der gesellschaftliche Zeitgeist ist zurzeit sehr viel in Richtung Verschwörung und sehr viel in Richtung so Misstrauen, weil es einfach so viele Medienberichte gibt, die verkauft werden wollen, und da wird Angst geschürt. Und Menschen sind anfällig für Ängste, wenn man es nur gut genug verpackt. Und Menschen befinden sich derzeit auch, was den gesundheitlichen Standard angeht, innerhalb der Ernährung und auch der Arbeit und alles, befinden sich auf sehr, sehr dünnem Eis und total empfänglich für sowas. Deswegen erleben wir derzeit eine Verschwörungsquelle eigentlich in einer Phase, in einer Informationsgesellschaft, wo es Verschwörungen extrem schwer macht, weil überall kommen Informationen raus, aber wir haben so viele Verschwörungstheorien wie nie zuvor, und das will was heißen. Dazu mache ich eventuell eine Videoreihe. Ich habe da schon ein anderes Video gemacht, wo ich euch frage. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es schon veröffentlicht habe oder nicht. Aber eventuell kommt da noch mehr dazu. Aber klares Statement: McDonald's, ja, das ist wirklich ein Unternehmen, das, und ja, ganz wichtig: McDonald's ist ein Unternehmen von Menschen gegründet. Das ist kein von Außerirdischen auf die Erde gepflanztes Konsortium, sondern das ist einfach nur ein Schaubild des derzeitigen kollektiven Geistes, wie alle Unternehmen im Übrigen auf dieser Erde. Ne? Das ist das, was wir Menschen zulassen. Das ist, wir sind McDonald's. Wir sind McDonald's, unser Geist. Auch du bist McDonald's, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Wir sind alle in einem großen Transformationsprozess verbunden, und entsprechend ist das nur Schaubild unseres Geistes. Und wenn wir sagen, oh, erstmal sich selbst für sich wahrnehmen, ich bin und ich habe nichts damit zu tun oder sowas, ist der erste Fehler. Und der zweite Fehler ist dann eben auch zu sagen, McDonald's, das ist böse und das ist von irgendjemand anders und will ich nicht. Also sowohl auf sich projiziert als auch auf McDonald's jeweils siehst du Abstand nehmen, absolut nicht der Realität entsprechend, und entsprechend sollte man da wirklich ein bisschen Demut an den Tag legen und sagen, okay, ja, ich bin auch McDonald's, und das ist der derzeitige kollektive Geist, und ich freue mich, dass dieser kollektive Geist sich in eine für mich wahrgenommen positive Richtung entwickelt, indem wir die Tiere wertschätzen, indem wir sie respektieren, indem wir selber auch etwas Demut an den Tag legen, was unsere Genusssucht angeht. Wobei mittlerweile kann man ja Veganer sein, ohne auf die Genusssucht zu verzichten, was nicht förderlich ist für die Gesundheit, aber wieder anderes Thema. Und von daher, ja, Daumen hoch für McDonald's. Es gibt so Sätze, da hätte man nie gedacht, dass man die mal sagt. Gerade ich hatte ja mal ein Video gemacht, wo ich bei McDonald's war als erstes, wo ich vegan geworden bin. Das Video blende ich euch mal ein. Und da hätte mir damals jemand gesagt, in 3 Jahren, da sagst du Daumen hoch McDonald's. Ich glaube, das hätte ich nicht für realistisch betrachtet. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, und ja, wir sehen uns dann in den Kommentaren oder morgen wieder. Bis morgen, euer Christian. Ciao.